Wop, 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 an Pyeongchang-Style. Hallo liebe Fans, Halbzeit in Pyeongchang. Skifahren war gestern, heute wird gerodelt. Ja, bisschen professionelle Unterstützung könnte ich gebrauchen. Der Team Deutschland Fanreporter sucht Action, ihr wisst es. Und mit wem könnte man besser Action haben als mit Toni Eggert und Sascha Wenigen, unseren Bronzemedaillengewinnern im Rodel-Doppelsitzer. Jungs, schöner Tag heute, die Sonne scheint und was könnten wir besser machen als rodeln, oder? Ja, fällt mir nichts ein. Wir fahren ins österreichische Haus, die haben nämlich eine Schanze, eine kleine Rodelschanze aufgebaut. Und wieder zwei Silbermedaillen für das Team Deutschland. Andreas Wellinger von der Großschanze Silber und vorher schon Jacqueline Lölling, Silbermedaille im Skeleton. Jacqueline, Andreas, dicken Glückwunsch. Einen Gruß an eure Fans da draußen. Ihr seid geil. Hey, Wahnsinn, danke. The track is clear for the one and only fan reporter from Germany. Ich hab's überlebt! Eine Analyse bitte, Toni. Der war super. Also, wir müssen jetzt natürlich auf Rekordweite gehen, ne? Also, wir müssen trainieren, aber das war schon mal technisch einwandfrei. Philipp Reinheimer, Sascha Wenigen, es geht los! Rodelflug! Toni ist raus, würde ich sagen. Toni ist raus. Ich bin im Team. Yay! Wir spielen entweder oder. Sehr gut. Bin dabei. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Also, feiern oder chillen? Feiern. Laufen oder springen? Springen. Bar oder Karte? Bar. Chaotisch oder ordentlich? Eher chaotisch. Kälte oder Wärme? Kälte. Früh oder spät aufstehen? Eigentlich immer spät aufstehen, aber durch die Kinder doch auch mittlerweile früh aufstehen. Träume oder Realist? Realist. Einzel oder Team? Sowohl als auch. Kochen oder bestellen? Kochen. Wunderbar, vielen Dank, Erik Reinzel. Liebe Fans, bei mir ist, ihr kennt ihn alle, Herr Dr. Thomas Bach, Präsident des IOC. Herr Dr. Bach, selbst Olympiasieger und jetzt hier dieser Medaillenreig in Deutschland, wie ist das? In Pyeongchang für Deutschland? Das ist grandios, die Mannschaft zu sehen. Ich hätte mir einen solchen Auftakt gewünscht, als ich DOSB-Präsident war. Wie die hier zuschlagen, das ist wirklich aller Ehren wert. Chapeau an die deutsche Mannschaft. Herr Dr. Bach, vielen herzlichen Dank. Schöne Spiele wünsche ich Ihnen noch. Und jetzt machen wir noch ein Selfie, ist recht? Ja, ja, aber den Doktor lassen Sie mal weg. Ich bin nicht im Medizin-Business. Vielen Dank. Thomas, sage ich, machen wir ein Selfie. Alles klar, machen wir ein Selfie.